Tja, da sind wir schon wieder zurück im Sega Manager, wollte ich jetzt sagen. Nein, EA Manager natürlich. Also ich komme auch ein bisschen manchmal durcheinander mit den ganzen Manager-Projekten. Und wir sind bei Wattenscheid, beim EA Manager, beim 13er. Damit willkommen. Warum? Komm zurück. Diese Aufnahmesession, man muss es einfach sagen. Achtung, Spoiler-Gefahr. Ja, läuft. Sehr gut. Drei Parts, drei Siege. Jetzt Köln zweite, wird natürlich heftig und knackig. Und das wirklich jetzt mal ein Team ist, ja, also, und, Teufel zugehen wir weiter. Wär schon krass. Ja, wär schon mega. Ja, also da müssen wir jetzt wohl mal mit Punktverlust, sagen wir mal so, Punktverlust auf jeden Fall rechnen. Kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt da jetzt wieder gewinnen, vor allem weil jetzt auch so viele Ausfälle noch haben. Ja, Cassim fällt leider auch immer noch aus. 10 Tage aus, wo er wieder fit ist. Rohr fällt aus, Tay fällt gesperrt aus, Clemente fällt verletzt aus. Und ja, aber wie gesagt, es können eigentlich mittlerweile ganz entspannt sein. Wir haben 39 Punkte. Ein Punkt noch, dann hätten wir unser Ziel erreicht. Und wäre einfach Wahnsinn. Wäre einfach schön zu wissen, okay, man hat vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Kann sich dann mal ein bisschen umgucken, vielleicht auch schon mal nach Verstärkung für die kommende Spielzeit. Man hat ein bisschen vielleicht am Prestige auch wieder gewonnen, was vielleicht auch ein bisschen attraktiver einmacht für andere Spieler noch. Apropos andere Spieler. Können ja noch mal ganz kurz einen Blick mal drauf werfen, ob es da vielleicht noch den einen oder anderen gibt, der Vertrag ausläuft. Gottes Welt. Vielleicht ein bisschen lang alt, aber doch, das trifft es eigentlich ganz gut. Ach so, und danke auch nochmal, habe ich ganz vergessen. Moment. Kommentar raussuchen. Ich muss kurz den Kommentar raussuchen. War denn der? War der? War der am? Genau, an Hardy Styler. Grüße gehen raus. Nochmal vielen, vielen Dank. Und auch natürlich an Steven auch nochmal an der Stelle. Vielen Dank, dass ihr mir das jetzt nochmal gesagt habt. Ja, dass man unter der Rubrik Transfers quasi sehen könnt. Tatsächliche Stärke des Spielers ist. Das ist ja dann doch nochmal ganz gut zu wissen. Nicht, dass man dann wirklich auf einer bösen Überraschung. Ja, dann kommt, also man lernt tatsächlich nicht aus. Steven hatte mir das, glaube ich, im Vorfeld, weiß nicht wie oft schon gesagt. Aber ich habe es immer wieder gedrängt oder habe es nicht gecheckt oder wie auch immer. Wollte es nicht checken, keine Ahnung. Aber wir haben ja auch schon jemanden geholt, ne, auf der Position, aber auch ein bisschen. Na gut, egal. Können uns dann nochmal zu einem anderen Zeitpunkt da nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Macht das auch ehrlich gesagt Sinn. Man hier schon in der Stärke hochgehen und dann, ja, dann läuft doch an. Da ist schon wieder nichts mehr zu machen.
Also egal, wir gehen jetzt rein gegen Köln, zweite. Und gucken wir mal, was bei rausspringt. Wir haben auf jeden Fall ein Heimspiel. Wenn ich es jetzt nicht vergesse, werde ich dann zum nächsten Heimspiel auch wieder die Einlauffilme probieren reinzubekommen. Um die draußen ist, wie gesagt, keine Ahnung. So, die Partie geht gleich mal mit einer Verletzung los auf Seiten der Kölner. Adam Lenges muss nach 5 Minuten das Feld verlassen, beziehungsweise nach 7 Minuten Joshua Hirten kommt in die Partie. Verwirrung, Strafraum, keiner steht den Ball entscheidend weg. Dann ist Tim Lepperle zur Stelle, schießt aus kurzer Distanz auf den Kasten, aber Bruno Staudt ist da und pariert. So, Lemperle versetzt, Daric rechts im 16er, schießt aus spitzen Winkel, der Ball knallt gegen den Außenposten. Wir sehen hier auf jeden Fall wahrscheinlich, in welche Richtung das Spiel hier gehen wird. Eine sehr gute Chance für Evans, aber er verzieht aus knapp 20 Metern kläglich. Das ist alles. Da ist er nicht mehr zufrieden. So. Wird geklärt mit fairen Tackling gegen deutsch gebrochene Oliver Batista Meyer. Bin ich bei Dresden? 1-0. Da war leider zu erwarten. Batista Meyer schlägt eine Ecke an den ersten Pfosten, wo Riad Smajic nach einem kurzen Antritt zur Stelle ist und präzise in die Ecke, kurze Ecke köpft. Riad kommt einen Schritt zu spät. Torhüter Staudt ist chancenlos. Die Noten. Ah! Das ist ja ein Grauen. Florian Dietz, hieß nicht auch ein Schiedsrichter so? Ah ne, das war Christian Dietz, ne? Och nein, Leute! Bennett verliert von dem Strafraum gegen Dietz den Ball, der direkt weiter zu Lemperle passt. Der und kurft am Strafraum locker, Bildarisch und auch Sprune Staudt sieht beim Flachschuss in linken Ecke nicht gut aus. Ja, es war beinahe zu erwarten. Es war beinahe zu erwarten, dass die Serie jetzt hier reißen wird. Ah, jetzt lasst euch hier nicht abschießen, Leute. Also das, verlieren. Oh. Das mal so war komplett anders. Jetzt darf sich aber auch keiner verletzen, ne? Aber das ist ja, du darfst das Spiel verlieren, meinetwegen, aber dann ist immer noch die Sache, die Art und Weise, wie du das Spiel verlierst, und das hier ist echt gerade nicht gut. Das ist jetzt eines der Spiele, wo wir echt im eigenen Nachsehen haben bis jetzt. Meitsch will den Ball will per Kopf klären, Antlitz legt mit einem Rückzieher vor, Tor von Jeschler auf den Ball zu Klaustrophobie, schiebt aus Himmel, dann drückt er den Ball in der Linie, Steven, das Tor ist für dich. So, gleich wieder. Aber er scheint immer nur dann zu treffen. Scheint immer nur dann zu treffen, wenn wir verlieren.
Na Leute, was ist denn jetzt auf einmal los? Geht hier etwa noch was? Das wäre ja Wahnsinn. Jetzt habe ich versehentlich an den Falschen geschickt. Also wenn das die Mannschaft jetzt schaffen sollte, 0-2 noch hier einen Punkt zu holen, oder? Obwohl, mehr, von mehr rede ich nicht. Das wäre zu Wahnsinn. Aber wir sind plötzlich wieder da. Kubowski, Alter, warum haben wir denn immer so einen Totalausfall dazwischen? Immer in der Verteidigung. Verteidiger kannst du eigentlich alle an also... alle vergessen. Jetzt gehen wir auf voller Angriff. Wir müssen es ja probieren, hier zumindest vielleicht noch den Ausgleich zu erzielen. Tatsächlich hat Jakubowski auch mal eine Situation, die funktioniert. Ja, schade, 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 schade. Wir verlieren das Spiel jetzt 2-3 zwischen ein Wechselspieler. Da war keiner gut. Der Schilover war vielleicht war wieder der Beste. Also das. Ja. Es war leider zu befürchten. Und wir haben auch zwischendurch gesehen, dass wir nicht wirklich die Schnitte hatten. Sind zwar jetzt dann nochmal ordentlich rangekommen, aber hat alles nichts gebracht. So, jetzt wartet nochmal ganz kurz. Jetzt muss ich noch einmal das Bild machen. Soll er sich überraschen. So, Ergebnisse. Also wir verlieren 2-3 gegen Köln. Zweite, Wiedenbrück gewinnt 3-2 gegen Strehlen. Bocholt unterliegt Gladbach. Zweite 1-6. Köln schlägt Aachen 1-0. Düren schlägt Oberhausen 1-0. Düsseldorf. Zweite schlägt Kamerimbon 3-1. Münster unterliegt Schalke. Zweite 0-3. Wuppertal gewinnt gegen Rödinghausen 3-0. Ein und Lippstadt trennen sich 3-2. Das heißt, Fortuna Köln, die hinter uns sind, genauso wie Fortuna Düsseldorf 2 und Düren, haben gewonnen. Lippstadt hat einen Punkt geholt. Die haben also Punkte auf uns gut gemacht, sind aber immer noch in 13 Punkte auf den 15. Rang. Das hat sich also da in der Richtung nichts verändert. 17 Punkte sind es auf Lippstadt, die sind einen Punkt näher rangekommen. Immer noch okay. War tatsächlich jetzt kurz am Überlegen, ob ich jetzt die ganze Saison hier tatsächlich durchhaue. Aber das wären noch 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Spieltage. Das wären ja nochmal 7 Parts. Plus vielleicht nochmal 1-2 Parts hinten dran für die Nacharbeit. Die ganzen Zeigen der Tabellen und was weiß ich alles. Das ist zu viel. Das wäre zu viel. Also 2-3 Parts werde ich jetzt genau machen in der Aufnahmesession. Da habe ich 6 oder 7 Stück. Sollte reichen. Also nicht, dass ihr dann zwischendurch irgendwann denkt, mein Gott, der hat ja 7 Tage hintereinander das gleiche Oberteil an. Nein.
Das liegt einfach nur daran, dass ich alles am einen Tag hier aufnehme. Digga und Dings habe ich ja auch schon aufgenommen. Digga Manager und EA Manager Schalke noch. Also dieses Oberteil habt ihr dann schon jetzt öfter mal gesehen. Und ihr das glaube ich jetzt hier im EA Manager länger sehen. Ja, obwohl, nee, vergesst es. Und so ist ein Tor. Kann ich auch nachvollziehen. Bin ich auch ein bisschen Auftreten der Mannschaft enttäuscht, aber alles im einen. Aber was mir jetzt mal so auffällt, wir haben nicht mehr enorm Probleme mit der Frische, ne? Also es hat sich jetzt gegeben. Weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir die Fitness-Parcours-Dinger ausgebaut haben. Das dann noch mal ausbauen, ja, können wir, dann machen wir das auch noch mal. Das ist einfach enorm wichtig. Könnte uns natürlich auch für die Zukunft dann einen Vorteil geben, wenn die Fitness nicht so arg am Schwenken ist und die Frische. Union Tornisch hat Interesse. Was ist denn Tornisch? Senkrechtstarter der Saison. Staut auf Platz 1. Also der Trophobie erzielt ab und zu sein Tor, hat jetzt nicht die... Das ist irgendwie ganz kurios, der macht seine Tore, hat aber immer irgendwie so 3,5 rum. Nicht besser. Ich meine, ich will ihm auch weiterhin die Chance geben. Das will natürlich, dass er sich auch die Möglichkeit hat, sich zu verbessern. Zu entwickeln, weil in der zweiten oder in die Jugendmannschaft vielmehr, da passiert ja nichts. Leider. Weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so sein soll, aber es drückt ja auch nichts nach. Eigentlich nehmen wir einfach noch an keinen Liga-Betrieb da teil. Denk mal, das wird vielleicht zur neuen Saison sich ändern. Dann werden wir gegen Lippstadt im nächsten Part hoffentlich wieder ein anderes Gesicht zeigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Und wenn euch der Part gefallen hat, kennt ihr das ganze Spiel. Könnt ihr wie immer gerne einen Kommentar und ein Like da lassen. Würde mich wahnsinnig drüber freuen wieder. Und ja, ihr könnt natürlich den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Vergesst dann aber auch nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr zukünftig nichts mehr weiter verpasst. Und wir sehen uns dann weiter im nächsten Part. 31? Weiß es gerade nicht. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder gegen den SV Lippstadt. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein und ciao.